Hallo und herzlich willkommen zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ich begrüße euch alle recht herzlich und wir wollen auch hier mal das Thema Weihnachten ein bisschen hochhalten. Deshalb kümmern wir uns mal ein bisschen mehr um unser Haus und um unsere Deko. Zum einen würde ich gern hier noch den Essbereich reinmachen. Ne, hier den Essbereich, glaube ich. Und vor allem auch hier oben so ein bisschen Wohnzimmer-Flair. Und ja, das wird unsere heutige Aufgabe. Du bist mal ein bisschen ruhig da hinten. Du produzierst genügend Eier, dass ich dich auch ausmachen kann. Sei ruhig! So. Hallo? Der will einfach nicht hören. Wir brauchen zum einen mal Living Room, falls es das gibt. Jawohl. Aquarium. Aquarium ist gut. Ich habe hier zu viel Zeug drin. Warte mal, ich mache mal hier, wenn es geht, noch ein bisschen Platz. Das Fass hier brauchen wir bald. Ach ja, ich habe das Jetpack ausgemacht. Brauchen wir heute nicht. Brauchen wir heute nicht. Hier noch ein bisschen Krustrein machen. Das ist immer alles voll hier bei mir in den Kisten. Ist ja schrecklich. Ah, Crystal Grove Chamber. Die haben wir letztes Mal noch nach der Folge gemacht. Zeige ich euch irgendwann. Nicht jetzt. Dann haben wir hier den Sand noch rein. So, ein Platz mehr. Also, Living Room. Das Aquarium haben wir schon. Da habe ich schon einen Platz für. Im Kopf. Ach komm, wir machen es gleich hin. Und es passt gar nicht. Ich wollte das da oben drauf setzen. Das passt aber nicht. Schade. Egal, wir finden einen anderen Platz dafür. So, nochmal Living Room. Mal gucken, ob wir da auch einen Wohnzimmertisch haben. Industrial TV Stand. Schwarz oder weiß? Scheiße. Manchmal passt das hier nicht alles so rein. Oh Gott, ist das groß. Wo soll ich denn das hinsetzen? Der ist riesig. Da haben wir hier überhaupt viel zu wenig Platz. Ich setze mal. Sieht aber cool aus. Ja, modernes Design. Gefällt mir. Gut, also das haben wir. Jetpack machen wir wieder aus. Wir könnten auch hier das Wohnzimmer reinsetzen. Aber hier, glaube ich. Ich hätte gerne eine große Tafel. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Couchtisch. Den hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die ganzen Dinger sind. Was haben wir hier? Da war noch was Rundes. Round Wall Clock. Die nehmen wir auch mal mit. Vogelkäfig. Interessant. Interessant. So. Wir waren eigentlich dabei zu gucken, ob es hier auch einen Tisch gibt. Hier gibt es Tische. Die eckigen quallen mir hier mehr. Es gibt sogar ein Sofa. Nehmen wir hell oder dunkel? Ich glaube, wir nehmen mal dunkel.
Und Sofa weiß. Wie groß ist es? Groß. So. Oh Gott, ist der Tisch auch groß? Riesig. Ist alles so riesig hier. Das ist doch kein Sofatisch. Er ist viel zu groß. Den können wir nicht nehmen. So, die Uhr. Pflanzen wir dahin. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist der Christ. Achso. Christmas Tree. Allerdings nehme ich da den hier. Den kleinen. Und hier machen wir dafür noch ein paar Girlanden. So, warte mal. Können wir hier das nicht so dran pappen? So. Die haben sogar. Oh Gott, wie geil. Die haben sogar einen Lichteffekt. So, Weihnachtsbaum wollte ich hier in die Ecke setzen. Aber da ist er zu groß. Der hat auch Licht. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen eng hier. Dann machen wir dahin. Da passt er auch gut rein. So, und dann. Oh, ich habe gerade eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich hätte gerne nochmal so. Christ. Davon 10 Millionen Stück. Okay. Dann machen wir davon nochmal welche. Und davon. Davon machen wir auch mal zwei. Gucken wir mal, wie das. Oh, die sind auch groß. Ein da. Hier noch mal welche hin. So, ja, immer schön dekorieren. Machen wir hier. Hier über die Fenster. Und hier drin will ich natürlich auch welche haben. So, schöne Weihnachtsbeleuchtung. Hängen wir den anderen Kranz auf? Vielleicht hier. Ja. So, dann den Nussknacker. Der darf an Weihnachten überhaupt nicht fehlen. Spielzeuglokomotive. Ah, oh, ist einfach schön. So, was haben wir denn hier noch alles? Was mit Weihnachten zu tun hat? Du. Was ist das? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ist eher so herbstlich. Oh, ich habe eine Sache habe ich noch gesehen, die möchte ich auf jeden Fall haben. Eine andere Girlande. Sollen wir einen Platten? Ja, komm, wir machen einen Plattenspieler. Ein Snowman. Jawohl. Ist ja cool. Ein Rentier.
Rentier nehmen wir auch. Ein Schlitten, Geschenke. Oh, das wird so überladen sein hier. Wir machen einfach von jedem Geschenk mal was. Den Tisch können wir eigentlich wieder wegpacken. Jetzt. Grammophon. Warum kann ich denn da nichts draufstellen? Das gefällt mir nicht, das Regal. So, warte mal, lass mal gucken. Das Rentier, wie groß ist das? Das stellen wir draußen hin. Jo. So, ein bisschen auch die Bäume dekorieren, ne? Ein Schneemann. Setz mal direkt neben die Fackel. Warte, da. Nein, da. Ja, da. Ja, sieht ja cool aus. Sideboards brauchen wir. Irgendwas. Also dieses Regal kommt wieder weg. Seit. Sideboard. Mexican Cupboard. Achso, nee. Ein Schwimmbrett brauchen wir nicht. Okay. Wir gucken mal durch. Das müssen wir rausmachen. Sonst findet er nichts. Ein Piano, komm. Komm, lass uns ein Piano irgendwo hinstellen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das hinpassen könnte, aber ins Schlafzimmer. Nein, wir haben ja eigentlich unten noch Platz. Nice. Dann gucken wir mal. Piano. Pianostuhl. Genau, den wollte ich haben. Weißt du, aber das finde ich jetzt wieder doof, dass ich den nicht direkt davor platzieren kann. Weil der müsste doch direkt davor stehen. Machen wir den daneben. Kann sich jeder immer das runterholen. Okay. Den Stuhl einfach immer herholen. Discord. Eine Kuckucksuhr. Die kommt hier hin. Kuckuck. So. Was haben wir noch alles? Also hier kannst du dich wirklich austoben. Bedroom haben wir fertig. Wir könnten draußen noch ein paar Mülltonnen aufstellen. Ich brauche irgendwie einen Tisch. Santa! Die ganzen Geschenke habe ich. Candy Changer. Ein paar Socken. Santa habe ich, oder? Ja. Kann ich den einfach an die Decke pappen? Sieht wahrscheinlich ein bisschen schräg aus. So, die Geschenke müssen wir noch hier an den Weihnachtsbaum
Geht natürlich nicht. Geht natürlich nirgends hin. Oh, ich wollte da jetzt so einen Geschenkeberg machen. So, machen wir da noch welche hin und die hier. Gucken wir mal, ob die ins Eck passen. So, nee. Aber dann brauchen wir immer noch ein Sideboard. Es gibt da eins. Und das habe ich schon öfter benutzt. Ist aber eigentlich eher Mixing Table für Chisa. Eine Kaffeemaschine. Nein, Mixer. Verdammt. Was ist das? Ist das so eine Ablage? Ich hätte es gerne in Weiß. Ist das sowas, was ich meine? Ja, ja, genau sowas will ich. Mexikan. Sowas wollte ich haben. Genau so. Dann können wir nämlich. Warte, wir können. Dann können wir. Das hier nämlich doch hin machen. Ja, das ist auch nur verschraubt mit der Wand. Mexikan. Davon brauchen wir noch ein paar. Einen Plattenspieler müssen wir auch noch irgendwo draufstellen. Tadam. Oh, der ist so klein. Das ist doof. Mit dem Plattenspieler da hinten rein? Nee. Hier hin und den? Der passt nicht. Okay. Passt du da hin? Da, da. Warum passt das nicht? Dann machen wir dahin. Passt der jetzt da drauf? Ja, da kann er stehen. Dann passt's. So. Was können wir hier denn noch alles Gutes tun? So. Vielleicht noch ein paar Girlanden. Gear. Wie schreibt sich das? Kann. Candy Jar. Wie sieht das aus? Das könnte man in die Küche stellen. So. Wo waren wir denn hier gelandet? Mistelzweig. Den habe ich eigentlich schon vermisst. Ja, noch ein Lebkuchenhaus. Was gibt's hier noch altes? Oh Gott, ein Altar. Adventskränze. Nein. Eine Krippe.
Was? Wie nice ist das denn? Wie groß ist das? Oh, das ist aber klein. Hier ein Mistelzweig. Jawohl. So, was wir jetzt nicht geschafft haben, ist die Küche einzurichten, beziehungsweise das Esszimmer. Ich brauche immer noch einen Tisch. Dieses Shelf habe ich gemeint, was ein bisschen größer ist. Vielleicht machen wir das lieber unter das Aquarium, nicht dass uns, ups, ah, das Aquarium irgendwann flöten geht. So, jetzt haben wir noch das Lebkuchenhaus. Was haben wir noch? Nichts mehr. Lebkuchenhaus. Die Krippe hätte ich auch gern irgendwo stehen. Ja. Oh, Josef, Maria. Oh, süß. Es sieht cool aus. Gefällt mir. Ja, wenn ich jetzt F7 drücke, passiert gar nichts. Ist hier alles ausgeleuchtet? Kann ja. Ach so, nee, hier kann ja sowieso nichts spawnen. So, das ist unser neues Wohnzimmer. Sieht, finde ich, ganz nett aus. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war's für die heutige Folge. Minecraft Beyond. Einfach mal so ein bisschen Deko, Action. Und wir sehen uns auch morgen wieder beim zweiten Weihnachtsfeiertag und bei der nächsten Folge Minecraft Beyond. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.